Heute ist es soweit und ich packe eine Drohne aus, und zwar die Valkera iBau. Und die hat mir der Shop Konrad zur Verfügung gestellt, damit ich die mal auspacke und ein bisschen ausprobiere. Und das Coole an der Drohne ist, sie kann 4K-Videos aufnehmen, aber kostet nur 430 Euro. Und was man für diesen Preis bekommt, das möchte ich jetzt nach dem Intro rausfinden, indem wir die Drohne mal auspacken und ich meine ersten Eindrücke mit euch teile. Also viel Spaß! Die Verpackung ist eigentlich schon mal ziemlich schlicht gehalten. Ich meine, hier haben wir nur die Drohne selber abgebildet, welche auf den ersten Blick auf jeden Fall schon mal ziemlich cool aussieht. Und dann stehen hier unten nochmal so ein paar Features, wie zum Beispiel 4K-Video und halt, dass sie die ein oder anderen Flugfeatures hat, dass man auch ohne viel Können gute Aufnahmen erzielen kann. Und ich gucke mal, wie ich hier reinkomme. Ah. So. Und tada. Da haben wir auch schon die Drohne mit bisschen Papierzeug. Und hier sind Propeller drin. Geil. Die werden wir gleich natürlich auch brauchen. Aber jetzt erstmal gucken, was wir hier haben. Hier haben wir die Drohne, die ich erst einmal rausnehme. Dann haben wir hier den Controller, der, oha, der ist groß und schwer. Dann haben wir hier den Akku, den brauchen wir natürlich auch. Und dann haben wir hier noch etliche Kabel und natürlich das riesige Netzteil, um den Akku dann später aufzuladen. Aber damit weg, und die Verpackung ist auch leer. Das heißt, die kann auch runter. Ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mit der Drohne an. Die ist hier. Die sieht auf den ersten Blick erstmal so ähnlich aus wie so eine DJI Phantom 4. Mit dem einzigen großen Unterschied, dass sie keinen Gimbal hat. Das heißt, die Kamera ist nicht wirklich stabilisiert, sondern die ist hier direkt eingebaut. Da muss man dann sehen, wie das so bei starkem Wind ist. Ob die Drohne dann trotzdem stabil in der Luft liegt und ob die Aufnahmen verwackelt sind oder nicht. Aber das muss man dann rausfinden. Jetzt brauchen wir erstmal noch die Propeller, denn irgendwie muss diese Drohne ja auch fliegen können. Und davon haben wir hier perfekt 4 Stück. Und dann noch den letzten Propeller. So, und dran ist er. Und dann ist die Drohne fertig. Mit Akku, mit allen Propellern. Und sie sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ich mache mal hier vorne noch die Folie auf der Kameralinse ab. Und dann ist die Drohne eigentlich auch soweit fertig und könnte theoretisch losfliegen. Dazu braucht man dann nur noch den Controller, und der ist groß und erinnert mich irgendwie an den DJI Controller, weil der war ja auch so riesig. Hier haben wir die Antennen, die für das gute Signal sorgen sollten, denn die Drohne hat eine Reichweite von 1,5 Kilometern. Sprich, theoretisch könnt ihr damit ziemlich weit wegfliegen. Aber ihr müsst natürlich bedenken, dass ihr rein gesetzlich immer in Sichtkontakt zu der Drohne sein müsst, weil sonst ist das Ganze nicht ganz so legal. So, tatsächlich, sogar mein iPad Air 2 würde ich hier reinpassen, das ist sehr geil. So, das heißt, man hat hier den Controller, kann dann hier drüber fliegen, wenn man das alles festgestellt hat. Dann hat man hier natürlich die Joysticks und alles, und ich meine, auf so einem großen Tablet, da kann man schon einiges sehen, was man dann filmt. Und durch die 4K-Qualität sollte das Ganze auch ziemlich gut sein. Dann wollen wir mal die Drohne connecten. Dafür schalten wir sie hier mal ein. Okay. Nicht, dass die Nachbarn jetzt hier denken, der Feueralarm ist angegangen. Ich glaube, das war jetzt das Signal, dass sie connected ist mit der Fernbedienung. Weil das Piepen hat sich gerade auf jeden Fall anders angehört. Und jetzt werden wir mal sehen, ob wir hier gleich ein Bild drauf sehen auf diesem Tablet oder nicht. Okay, so auf die Schnelle bekomme ich die Drohne jetzt nicht connected. Ich beschäftige mich damit jetzt aber vielleicht auch mal besser irgendwie außerhalb noch und mache dann lieber noch ein zweites Video, wo ich dann auch ein paar Eindrücke so von der Kamera und allem mache. Und das soll so mit dem Unboxing und dem ersten Eindruck gewesen sein. Ich meine, die Drohne, auf den ersten Blick sieht sie ziemlich cool aus.
Ich bin nur mal gespannt, wie das jetzt dann mit der Kamera ist. Ob die Aufnahmen bei etwas Bewegung in der Luft verwackelt sind oder ob die trotzdem relativ gut noch stabilisiert werden. Aber erstmal so, was die Features angeht, macht die Drohne einen ziemlich guten Eindruck. Man hat ja, wie gesagt, eine 4K-Kamera drin. Die Drohne kann theoretisch 1,5 Kilometer weit fliegen. Und man hat auch eine ordentliche Fernbedienung, die auch nicht so schnell disconnecten sollte und irgendwie, also man hat was in der Hand, womit man die Drohne auf jeden Fall sicher steuern kann. Und das Ganze werde ich einfach jetzt in den nächsten Tagen nochmal ein bisschen ausprobieren. Aber an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Konrad, die mir die Drohne zur Verfügung gestellt haben. Und unten in der Videobeschreibung, da findet ihr einen Link zu dem Shop von Konrad, wo auch noch ein paar andere interessante Drohnen mit verlinkt sind. Und da könnt ihr natürlich auch bei Interesse einfach mal vorbeischauen. Und dann soll es mit diesem Unboxing gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffe natürlich auch, dass ihr beim nächsten Video wieder vorbeischaut. Also bis dahin, ciao!